Herzlich willkommen zurück bei Cole Baron oder auf Deutsch Glück auf, erschienen bei Eggart Spiele oder im Amerikanischen bei R&R Games. Wir haben schon die ersten zwei Schichten durch. Wir sind jetzt in Schicht 3. Dort werden wir jetzt die Arbeiter einsetzen und hoffen, dass Weiß noch ein bisschen nach vorne kommt. Aber ich kann euch schon mal versprechen, es wird sicherlich ein knapper Ausgang werden. So, wir sehen, Weiß braucht noch unbedingt eine braune Kohle. Die gibt es hier dummerweise nur auf der Leitzeit. Gut, das lässt sich gestalten. Wäre genau das, was er eigentlich will. Er braucht im Moment keine braune Kohle, er hat braune Kohle über, das heißt, dieses Teil ist sicherlich nicht in Gefahr. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Hier gibt es vielleicht auf der dunklen Seite noch ein Grauen mit Zweien. Hier würde es einen Zweier Grau geben. Es scheint mir das Richtige, dass wir uns erst diesen Auftrag sichern, als Auftrag, und dann an Rot weitergeben. So, die Situation bei Rot ist, Rot braucht dringend mehrere Stollen, nämlich einen schwarzen und einen gelben. Das heißt, ja, ein gelber ist da, auch auf der dunklen Seite, sofort genommen, sofort dafür ein Dollar bezahlt. Und das würde auch noch genau reichen für einen schwarzen. So, dafür hat natürlich Rot hier den Arbeiter eingesetzt. Jetzt kommen wir zu Blau. Blau ist mit den Aufträgen fertig. Blau würde auch gerne noch einen auf der dunklen Seite haben. Blau hat gesehen, dass hier der Auftrag schon weg ist. Das Grau ist also schon weg. Es gibt hier noch einen gelben mit Zweien. Dafür gibt es keinen Auftrag. Blau wird sich als allererstes also einen Auftrag schnitzen aus den nächsten 5 Karten. Hoffen wir, dass da ein 2-Gelber bei ist. Das ist das, was man sich erhofft hat. Denn dann kann er sich dieses Plättchen hier nehmen. Ein dunkles Plättchen, und genau das ist es. Er nimmt sich diesen Auftrag, kostet ja nichts, wie wir wissen, und schon geht's weiter. So, Gelb hat es geschafft, Weiß hat es geschafft. Weiß nimmt sich hier den Stollen, den er eben schon im Blick hatte, tut ihn auf die dunkle Seite und hat damit schon 3 auf der dunklen Seite und 4 auf der hellen Seite. Macht nichts, erst einmal hier hin. So, Rot überlegt sich. Rot hat noch 4, da hatten wir ja schon gesagt, Rot investiert ein hier und hofft jetzt auf einen Stollen, ein schwarzer 1 im dunklen Bereich. Mal gucken. Gibt's nicht. Ein Zweier kann er sich nicht leisten im dunklen Bereich von Schwarz. Grau-Dunkel gibt's auch nicht. Braun-Dunkel wird es geben. Das macht er auch. Kauft sich hier für 2 diesen dunklen Braunen. Kostet 4, weil 2 Loren drauf sind. Packt die unter und hofft vielleicht später nochmal auf mehr. Kriegt natürlich die beiden dunklen. Auch er hat jetzt 4:3. Das geht gerade so. So, Blau. Blau braucht immer noch 2 gelbe. Das macht Blau jetzt direkt und kauft hier diesen doppelten gelben Stollen und hat damit seine Aufträge soweit erfüllt. Weiß hat hier 2, hat hier einen gelben. Ihm fehlt noch ein gelber und ein brauner. Das sieht im Moment nicht so gut aus für Weiß an der Stelle. Weiß wird aber als allererstes einmal hier diese 10 nehmen, um den anderen einfach zuvor zu kommen und ein bisschen antizyklisch zu spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, damit hat er schon ein wenig ausgeliefert und hofft jetzt noch auf einen braunen und einen weißen. Das könnte wohl auch noch klappen. Bei Rot sieht es so aus, dass er immer noch einen schwarzen Einer hier sucht, den gelben und den doppelten braunen Auftrag. Bevor ihm den jemand wegnimmt, schnappt er sich den Auftrag hier. Blau. Blau könnte jetzt eigentlich auch ins Ausliefern einsteigen, schnell, und fährt hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hat immer noch einen über. Puh, ja. Ist sich im Moment nicht so sicher.
bleibt dort erst einmal stehen und lässt die anderen verfallen. So hat er auf jeden Fall seine Aufträge erfüllt. Schauen wir weiter auf Weiß. Weiß braucht dringend noch einen gelben, einen braunen. Ja, dazu wird Weiß in neue Teile investieren hier und hofft jetzt auf einen schönen weißen und oder braunen. Einen braunen hätte er. Einen gelben auch. Super. Das heißt, er nimmt sich den braunen und legt den sofort an. Und zahlt dafür 2 und legt es oben drauf. In der Hoffnung, den gelben auch noch zu kriegen. So. Kriegt dafür die braune Kohle hier. So. Rot. Rot hat fast alle Waren bis auf den schwarzen zusammen. Auch Rot macht das Spiel noch einmal. Investiert hier, damit Rot jetzt den schwarzen findet. Und auch hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hat Glück den schwarzen. Und ach, ja, nur leider hat er kein Geld. Schade, das heißt, den Zug machen wir rückgängig, denn dort hatte er ja nichts. So, das tut mir leid. Erneut. Also, Rot braucht erstmal dringend Geld und wird erstmal seinen Arbeiter hier hinstellen und wird hier für 6 Mark. Dann kann er sich auf jeden Fall seinen schwarzen Cube leisten. Blau. Blau, das ist eigentlich relativ klar. Hat noch jede Menge über. Hier sind noch ein paar. Hier wäre noch ein grauer Auftrag. Leider in der... Legt doch, ist grau egal. Grau hat noch 2 über. Für einen grauen bräuchte er 3. Also grau schlägt nochmal zu und holt sich nochmal 5 Mark. Weiß. Weiß weiß er nicht ziemlich genau, dass er jetzt noch einen gelben braucht. Hatte das ja gesehen und wird jetzt hier 3 Arbeiter investieren. Und ist froh, dass seine Taktik aufgegangen ist. Nimmt jetzt hier die obersten 5 und da war doch noch ein Gelber für ihn bei. Richtig, ein Gelber auf der dunklen Seite. Freut ihn. Die anderen, den Schwarzen, er tut die jetzt nach unten, weil er ihm nicht helfen will. So, und tut seinen gelben Würfel drauf. Und somit ist Weiß ziemlich jetzt im sicheren Hafen. Wird vielleicht nachher ein bisschen zu wenig, wird zu viele Züge überhaben, aber das ist nicht so schlimm. So, Rot. Rot sucht immer noch den Schwarzen, fängt aber jetzt erst einmal an, hier billig noch diese Moves zu nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür musste man nur einen Arbeiter investieren. Ja, Blau hat immer noch das Problem, hat jetzt eben schon... Na, was macht Blau jetzt? Blau wollte ja Geld nehmen, hat er schon gemacht, um dann vielleicht noch den Grauen zu erfüllen. Das wird er auch machen, kauft sich hier für 3 diese Lichtgestalt und hofft, dass er es noch schafft. Die 2 Wechsel geht zurück und kriegt einen grauen Stein darauf. So, bleibt über Weiß. Weiß kann jetzt eigentlich abernten, das macht Weiß auch. Und um es den anderen schwer zu machen, da er sowieso 2 Arbeiter einsetzt, kickt er sich selber raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich hätte ihm natürlich auch dieses Feld gereicht mit den 8 Aktionen. Aber er will es den anderen ja schwierig machen, deswegen hat er es so gemacht. So, Rot hat jetzt das immer noch dringende Problem, dass er dringend einen schwarzen Kubus haben muss, könnte jetzt für 4, wenn er einen Zweier findet, ärgert er sich schwarz. Jetzt muss er mal so ein bisschen überlegen. Also er braucht auf jeden Fall noch 3, sage ich mal, um den Schach zu bewegen, hier um diesen rauszuhauen, eventuell 4, um hier jetzt noch einen zu suchen, eventuell einen, um hier jetzt noch Geld zu machen, 4 würden ihm ja reichen. Und da hat er nur noch 2 für die Auslieferung. Beim LKW reicht das, bei der Eisenbahn nicht. Da ist er mit dem in Konkurrenz. Ja. Er entschließt sich jetzt als allererstes Geld zu nehmen. Nochmal die 4. Er muss
Er braucht Geld, das heißt, die 4 Mark nimmt er sich. So, Blau. Blau hat ja einen klaren Plan verfolgt. Blau nimmt sich also jetzt hier den letzten Auftrag, den er erfüllen möchte, ganz umsonst. Weiß ist jetzt eigentlich im absolut grünen Bereich und wird als allererstes mal seine Pferdekutsche ausliefern. Dort ist er mit keinem Konkurrenz wieder, also würde er als allererstes hier diesen kleinen Wagen ausliefern. Da ist er ja mit jemand anders in Konkurrenz. Und kriegt dann dafür immerhin 12 Siegpunkte. 12 Siegpunkte sind jetzt natürlich schon nicht schlecht. 56, 66, 68. Und damit ist er ganz nah dran. So, Rot hat immer noch das Problem 4, um sich hier möglicherweise seinen Auftrag auszusuchen. Er müsste eventuell sicherlich noch 2 dafür. Das wird jetzt eng, aber er probiert es. Er setzt jetzt 4 Arbeiter ein und hofft darauf, dass es zum Schluss noch aufgeht. Könnte aber auch gut sein, dass es bei ihm eben nicht aufgeht. Er hofft jetzt hier auf einen schwarzen. Und da hat er Glück gehabt. Da hat er noch einen schwarzen gefunden. Für 4 Euro, Mark, die er bezahlt, kriegt er noch einen schwarzen Cube. Hierhin. So, damit hat er zumindest alles da. Blau. Blau weiß eigentlich, jetzt gibt es nur noch hier einmal runter, auch um es Rot etwas schwieriger zu machen, kickt er den nochmal raus. Rot ist ja hier bei den Punkten auch ein ganz heißer Favorit. Einmal runterfahren, 2, 3, 4 und der wird davor sauern. Macht ihm aber nichts, weil er hat jetzt seine Aufträge voll. Weiß ist es ähnlich, Weiß wird jetzt doch die Pferdekutsche ausliefern, hier für 4 Punkte. Und die würde er natürlich noch nehmen und hofft jetzt so langsam, dass es ganz gut läuft für Weiß. Jetzt hat er noch 3 Leute über, ein bisschen zu viele Worker über. So, Rot. Rot weiß, er muss den LKW noch ausliefern, da muss er jetzt wahrscheinlich 2 für bezahlen. Er muss die Eisenbahn noch ausliefern, da müsste er nachher auch 2 für zahlen. Und dann bleibt noch einer über fürs Hin- und Herfahren. Das reicht vorne und hinten nicht. Es macht eigentlich keinen Unterschied für ihn, ob er sich erst den LKW oder die Eisenbahn nimmt. Er entscheidet sich jetzt hier mal für den LKW und kriegt 4 Siegpunkte dafür, für Blau. Ganz eng jetzt mit Rot, genau punktgleich bei 69. Ja, Weiß hat jetzt noch was über. Für die Endabrechnung wäre es noch ganz gut, hier einen Lichtkegels-Dings zu haben, den holt er sich. Das werdet ihr dann in der Endabrechnung sehen. Den holt er sich einfach hier in einer Cube, so. Den bezahlt er auch mit 2 Mark und dann ist er da schon ganz glücklich. Ja, und zum Schluss schauen wir uns dann Rot an. Der hat noch 3. Der muss jetzt ganz dringend hier natürlich das Feld besetzen und hier diese 2 ausliefern für 5 Siegpunkte. Damit ist er ganz glücklich. So, ist auch sehr weit. Ja, dann haben wir noch bei Blau. Blau hat noch jede Menge Cubes. Blau zahlt hier nochmal 2, um die Eisenbahn auszuliefern. Für eben weitere 3 Siegpunkte. Und für 3. Weiß. Weiß ist jetzt, steht blöd da. Leider kann er hier keinen mehr benutzen. Das wäre noch ganz gut, den zu nehmen. Im Schacht ist er eigentlich gut. Ja, Weiß hat irgendwie zum Schluss ein bisschen schlecht gehandhabt und gehandelt. Weiß kann eigentlich nur noch Geld nehmen und nachher zum Schluss ein paar Siegpunkte mit Geld machen und nimmt sich deswegen nochmal 6 Mark. Damit ist Weiß auch durch. Weiß hat keine Worker mehr. Rot ist das ähnlich. Rot braucht noch den LKW. Ja, Weiß hätte natürlich richtig Rot schaden können, indem er einfach den LKW versperrt. Ja, schade, zu spät dran gedacht, aber das wäre sicherlich für Weiß die viel bessere Alternative gewesen, als 6 Mark zu nehmen. Dann hätte er in diesem Fall Rot richtig geärgert. So, Rot liefert nochmal aus für 7 Punkte hier und ist damit auch sehr glücklich am Ziel und wird damit wahrscheinlich auch gewinnen. 2, 4, 6, 7 Punkte ist jetzt doch weit voraus. Und dann ist nur noch Blau dran, weil keiner der anderen beiden mehr Arbeiter hat. Blau kann also in aller Ruhe hier nochmal diese Lore
ausfahren und kriegt dafür 3 weitere Siegpunkte. Z3. Und hat jetzt noch 2 Arbeiter über und der macht es ähnlich wie Weiß und nimmt nochmal Geld. Nummer 5, das könnte im letzten Sport nochmal was sein. So, jetzt kann man eigentlich hier schon aufräumen, denn jetzt geht es zur Endwertung. Das heißt, wer jetzt Startspieler ist, macht keinen großen Reigen. Wir legen trotzdem den Startspielerturm hier zu Rot, damit es einfacher ist. Das ist aber natürlich nur so in der Einspieler, also wenn einer für mehrere Spieler spielt, lege ich die Steinchen zurück hier, damit ich genau weiß, wer welche Farbe hat. So, blau und zum Schluss weiß. Und damit sieht das Spielertableau doch schon wieder ganz einfach aus. Und jetzt machen wir noch zum Schluss die Endwertung. Und wenn wir dann gleich die Endwertung haben, dann sehen wir auch, wer der Sieger ist. So, nun kommen wir schnell zur Endwertung. Wir werden hier die ganzen nochmal durchgehen. Dazu werde ich hier die Aufträge jetzt einfach mal auf den Schach legen, damit wir das sehen. Damit wir das gut sehen können. So. Viel mehr brauchen wir ja eh nicht. Wir tun das hier auch. Hier müssen wir den Cube nachher noch ein bisschen begutachten. Das wird jetzt ein bisschen eng bei mir hier auf dem Tisch, weil das natürlich alles für euch vor der Kamera sein soll. Aber das werdet ihr schon hinkriegen. So, und dann haben wir hier zum Schluss noch den. So, schauen wir als allererstes einmal, wer hat die meisten gelben Cubes. Bei Rot ist es einfach, das sind 2. Hier sind es bei Weiß 6 und bei Blau 4. Das heißt, Weiß bekommt 2 Punkte und Blau als Zweiter noch 1 Punkt. Wir gehen weiter, wer hat die meisten braunen Würfel abgeliefert? Hier sind es 3, hier sind es ebenfalls 3 und hier sind 1, 2, 3, 4. So dass Blau hier jetzt 3 Punkte bekommt und Weiß 1 und Rot 1. Gehen wir weiter bei Grau. Grau sind hier ausgeliefert worden 3, hier 5 und hier 1, 2. Ja, dann ist es ganz klar, die ersten 4 Punkte gehen an Weiß und die nächsten 2 Punkte gehen an Rot. Und wir sehen, es ist relativ eng, aber Rot hat eine Nase vorn. Vielleicht hätte Weiß wirklich den Zug machen sollen und Rot einfach die Auslieferung der Laster wegnehmen sollen. Aber die Endabrechnung ist ja noch nicht ganz fertig. Die meisten Schwarzen, da haben wir hier immer noch 6, 7. Das ist sicherlich, hier haben wir 3 Schwarze und hier haben wir 4. Ja, da geht dann nochmal 2, 4, 5. Jetzt Rot doch etwas in Führung und hier Nummer 2 für Blau. Die meisten ausgelieferten kleinen Schubkarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 und gar keine. Gut, dann kriegt hier 6 Punkte der Blaue, 2, 4, 6 und 3 Punkte der Weiße. Dann gehen wir zu den meisten Pferdchen. Da haben wir hier 2, hier immer 5 und hier 7. Ja, dann ist es klar, 7 Punkte für Rot, 2, 4, 6, 7 und die Hälfte 3, 1, 2, 3, immer abgerundet für Weiß. Das sieht man hier jetzt nicht so gut, kann man jetzt sehen, aber vorher nicht. Die meisten LKW wahrscheinlich immer noch hier. Hier sind es immer noch 8 LKW-Cubes, da sind es 2 und hier sind es, oh, auch genau 2. Das ist ja interessant. Das heißt hier 8 Punkte für Weiß, 2, 4, 6, 8 und 2, 4 für Blau und 2, 4 für Rot. Rot ist damit auf den 100ern. So. Die meisten Lokomotiven, hier haben wir 2, 4, 6, das ist eine Menge. Hier haben wir gar keine Lokomotive und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Ja, 9 Siegpunkte hier für Rot und damit geht Rot jetzt doch relativ deutlich in Führung und 4 für Blau. So, als nächstes kann man diese hier abräumen, denn die letzte Wertung sagt wie folgt.
kann man schon mal zur Seite tun hier, die ganzen Aufträge, die erfüllt sind, die spielen jetzt in dieser Phase keine Rolle mehr. Und dann lege ich das Geld gleich auf den Schacht zum Angucken. So, also die nächste Wertung erfolgt die meisten leeren Loren in meinem System. Nun kann man die auf dem Vorgedruck mitzählen oder nicht. Ich mache es mal ohne. Und zwar gelb. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist es eine und hier sind es drei. Ganz klar, hier geht Weiß in Führung und kriegt 10 Punkte. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Und Blau bekommt nochmal die Hälfte. 2, 4, 5. So, das gleiche gibt es bei Braun. 1, 2. Diese ist nicht leer. Ebenfalls 2 hier, also im Gleichstand. Und hier haben wir aber 4. Das heißt, hier kriegt Blau 11 Punkte. 11. Und Weiß 2, 4, 5. Und Rot ebenfalls 5. So, bei Grau haben wir hier 4. Dort 1 und dort 2. Da geht Weiß nochmal mit 12 Punkten streng nach vorne. Und Rot zieht mit 6 Punkten nach. Damit sind sie jetzt beide auf Wasser. Und dann Schwarz. Aber da gewinnt natürlich 2, 4, 6. Ganz klar Schwarz hier. Vor übrigens Blau mit 3. So, das heißt, dort geht nochmal 13 Punkte an Rot. 10, 13 und 6 Punkte an Blau. 2, 4, 6. So, man sieht schon, das Feld ist zwar relativ eng, wenn man sich überlegt, man hat hier 133 Punkte aktuell. Es gibt gleich noch ein ganz paar wenige mehr. Und die anderen beiden sind immerhin bei 117 und 120. Das heißt, so groß ist der Unterschied nicht, aber Rot hat doch deutlich gewonnen. Es gibt jetzt noch eine kleine Schlusswertung. Dazu nehme ich mal diesen Schacht etwas näher und zeige euch mal die Symbole hier unten. Hier für jede 5 Mark gibt es noch einen Siegpunkt. Das heißt, hier Weiß bekommt nochmal 2 Siegpunkte. 2. Wir haben dann noch hier einen Siegpunkt für Blau. Und auch einen Siegpunkt für Rot. Dann gibt es für jeweils 3 Cubes im gesamten Kingdom einen Siegpunkt. Wir haben hier gar keinen. Hier haben wir einen, das ist natürlich nichts. Und hier haben wir ebenfalls einen, auch das bringt nichts. Dann haben wir Minuspunkte für jeden nicht erfüllten Auftrag. Keiner der 3 Spieler hat einen nicht erfüllten Auftrag. Und das ganze Teil ist, jetzt kommt die Unbalancing-Frage in einem Schacht. Sollte man einen Schacht gebaut haben, der ausschließlich auf der Lichtseite gebaut ist, dann gibt es Minuspunkte. Und zwar bildet man dazu die Differenz. In diesem Fall haben wir hier bei weißen Spielern 5 Schachtteile im Lichtbereich und 5 im Dunkel. Das ist also genau ausgeglichen. Dort gibt es keine Minuspunkte. Beim roten Spieler haben wir hingegen 5 im Lichtbereich und nur 3. Pro unterschiedlicher Balance gibt es 2 Minuspunkte. Das heißt, es sind 4 Minuspunkte für Rot. Und hier haben wir 4 zu 3. Das heißt ebenfalls nochmal 2 Minuspunkte für Blau. Das ist das Final Scoring. Das ist das Endergebnis. Und relativ nah beieinander, aber doch klar, hat Rot mit 130 Punkten vor Weiß mit 122, vor Blau mit 116 Punkten gewonnen. Ja, möglicherweise hätte Weiß doch hier den Laster, die beiden Lasteraufträge hier wegnehmen sollen, Rot. Dann wären das nochmal 2 unvollendete Aufträge gewesen, die jeweils einen Minus geben und nicht die Siegpunkte, nicht hier die ganzen Punkte, dann hätte sicherlich Weiß doch noch das Ruder rumgerissen und gewonnen. So hat jetzt Rot gewonnen. Ja, das ist eben das Spiel. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mir zuzugucken bei Cool Baron bzw. Glück auf aus dem Eggert Verlag oder in Deutschland und A&A Games in Nordamerika. Das Spiel habt ihr gesehen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal bei einer nächsten Durchspiel-Video-Anleitung von mir dabei sein könntet. Ihr könnt ja mal posten in den Comments, was ihr gerne sehen würdet, welches Spiel
Einzelspieler finde ich etwas einfacher, wenn ich alleine ein Solo-Szenario mache. Deswegen wären zum Beispiel Zombicide gut oder Mage Knight. Alle beide habe ich da. Ebenfalls wäre die Möglichkeit der Essen-Neuheit Caverna. Dieses hier ist auch eine Essen-Neuheit von 2013. Ja, da sind so einige Möglichkeiten. Postet doch einfach mal, was ihr sehen möchtet und dann schauen wir mal, was wir machen können. In der letzten Folge zu Cold Baron werde ich noch ein kleines Fazit zu dem Spiel geben und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da noch dabei bleibt. Also, tschüss und bis bald, euer Nils.